Team Pongau hat Günther bereits fleißig Herzen erobert. Sein Cousin Kasper ist mit weniger Erfolg auf der Jagd nach einem Rendezvous. Bei den beiden liegt der Frauengeschmack aber scheinbar in der Familie. Schau, er nimmt was. Wenn du willst, kannst du morgen einen interessanten Tag mit mir verbringen. Warum nicht? Ich bin total überrascht, ja. Hatte nicht damit gerechnet. Ich bin mir meiner Sache sicher. Ich glaube nicht, dass der eine einen Rückzieher macht. Was meinst du, was die dann versäumen wird? Zu sicher sollte sich Kasper aber nicht sein, denn auch Großcousin Günther schleicht herum und lässt sich nicht so einfach ausstechen. Es freut mich, dass dann ein paar schöne Frauen überblieben sind. Ich würde dir gerne ein Herz vergeben. Und das war an die Ernie aus Wels. Wenn du das Herz annehmen würdest, würde mich sehr freuen. Dann würde ich gerne mit dir ein Date machen. Super. Bitte, danke. Der Scherben bringen Glück. Ja. Aber heiraten werden wir nicht gleich. Nein. Danke. Ich habe nicht damit gerechnet, eher gehofft. Aber ich freue mich total jetzt drüber, eins bekommen zu haben und die nächsten Tage mit ihm verbringen zu dürfen. Er ist genau der Typ, ja. Aber zu Ernes Enttäuschung ist auch Konkurrentin Doris mit von der Partie. Und Doris aus Wien, ich gebe dir gern ein Herz auf, wenn du es annimmst von mir. Ja, ich nehme es gerne auf. Danke. Danke. Wir sind ja alle da, dass wir Herzen kriegen. Ne? Für das sind wir alle eigentlich angereist und sicher freut man sich dann, wenn man es kriegt. Ja. Hört ihr das? So klingt es, wenn das Eis bricht. Scheint ja ganz gut zu laufen für die Burschen. Zumindest haben sie sich jetzt schon mal unter den Mädels gemischt und ja, auch die Schüchternen gehen jetzt ran. So, meine Damen, ich bin jetzt auch so weit, dass ich meine Herzen verteilen darf und fragen darf, ob jemand mit mir den nächsten Tag verbringen darf. Und als erstes möchte ich dich fragen, ob du das Herz von mir annehmen würdest. Gerne. Danke. Okay. Und glücklicherweise sitzt nur die zweite Anna am Tisch, die ich auch gern fragen möchte, und das wärst du. Boah. Gerne, sehr ja? Gerne. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Nein, ich wollte von ihm jetzt, wenn ich ehrlich sage. Ich bin voll dabei. Er ist voll lieber. Nett. Voll super. Ja? Mhm. Ja. Sind wir glücklich, gell? Ja. Es passt. Es passt super. Perfekt. Ich würde mich freuen, wenn du auch mit mir morgen den Tag verbringst. Danke. Ich freue mich riesig, obwohl ich zwei Herzen habe. Aber ich glaube, die Entscheidung ist gefallen. Während Natalia bereits ihren ersten Korb plant, sind sich Markus und Kasper ihrer Herzvergabe sehr sicher. Ich störe sehr ungern euer Gespräch, aber ich würde dem Kasper was sagen. Ich habe mich sehr gefreut, wo du mich gefragt hast, ob ich mit dir morgen mitkommen möchte. Ja. Und ich habe auch ehrlich Ja gesagt. Ja, aber leider habe ich. Naja, leider nein. Was na? Ich habe ein zweites Herz bekommen. Und das zweite Herz ist von meinem Favoriten. Also, sein Favorit. Also, ich würde dir herzlich dein Herz zurückgeben, dass du dir vielleicht eine andere Dame aussuchen könntest. Ja, dann nutzt sie nicht. Aber und so ist, was soll ich machen? Herzlichen Dank. Ja, bitte. Schade. Alles Gute für Schade. Dich. Schade, was versammelt. Das wird sich zeigen. Ja, tschüss. Papa. Ciao. Aha. Da müssen wir durch, gell? Das sind Rückschläge, die ist verlaufen leicht. Nein, was machst du aus mir schon? Ja. Oh, das ist eine ganz andere Sache, die ja. Zusammenbach. Ja, der Hase hat einen Haken geschlagen. Aber der Hase versäumt viel. Aber mei, so spielt das Leben. Günther hat Karin eiskalt abblitzen lassen, weil ihm seine Freunde wichtiger sind. Da er allerdings nicht mehr von anderen Mädels angesprochen wurde, ist ihm jetzt wohl klar geworden, dass Karin nicht die schlechteste Wahl ist. Hast du jetzt zu weit? Ja, und außerdem. Hast du eine Freundin jetzt? Außerdem möchte ich mich bei dir ein bisschen noch entschuldigen für das, dass ich mir zuerst das nicht so gut umgekommen ist, was ich zu dir gesagt habe.
ist schon okay. Aber habe ich nicht so gemeint. Was hat er leicht gesagt? Hat mir gleich ganz am Anfang erklärt, dass die Freunde halt doch wichtiger sind wie die Frauen. Ja, genau. Und das wollte ich jetzt sagen, da möchte ich mich ein bisschen entschuldigen. Auf das auch. Ich würde dir gerne ein Herz noch geben, dass wir vielleicht miteinander daten. Ich weiß zwar nicht, ob du es annimmst, aber ich versuche es einmal ganz zaghaft dir zu übergeben. Hast du Angst, dass du es nachgeschossen kriegst? Ja. Aber wenn der Anfang nicht gut war, ist meistens eh nicht gut. So meinst du? Ja, ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen, ja? Und dann besprechen wir das. Und jetzt habe ich es halt noch im letzten Ansturm noch mal probiert. Ich habe zwar gesehen, es sind schon einige Herzen am Tisch, aber werden wir sehen. Vielleicht zieht der Letzte. Das Herz von Günther war jetzt auf jeden Fall überraschend, weil ich meine, nach der Aktion bei der Bar, von wegen Freunde sind wichtiger und so, habe ich eigentlich damit nicht wirklich gerechnet. Ich meine, ich habe jetzt von Georg auch Herz gekriegt und einfach von den Gesprächen abwiegen mit dem Georg, war eigentlich relativ nett. Ja, ich meine, ich werde jetzt einfach mal noch drüber schlafen und einmal schauen und dann schauen wir mal, was morgen passiert. Bei Kasper ist nur noch ein Herz im Umlauf, und zwar bei Ernie. Die wiederum amüsiert sich aber gerade mit Günther. Für welches Herz entscheidest du dich? Ah ja. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß schon. Also sprich. Sprich. Ja. Dankeschön, gell? Es wird da zwar sehr viel entgehen, aber kann man ja nichts machen. Das Häschen hat sich für etwas anderes entschieden. Da kann man nichts machen. So spielt das Leben. C'est la vie. Ernie ist glücklich, dass sie ein Date mit Günther hat. An dessen Cousin Kasper ist sie nicht interessiert. Ein Rückschlag für den Pongauer. Kasper, ich habe gehört, du wolltest deine Herzen vergeben, hast 2 Körbe bekommen. Unter anderem die Ernie, die jetzt praktisch ein Herz von deinem Großcousin bekommen hat. Wie geht's dir damit? Jo, du schau. Das wäre mir auch noch verkraften. Ja? Oder tut das im Innersten dann doch ein bisschen weh, dass die eigene Familie so dazwischen pfuscht? Ja, weißt du, wie das ist. Da kann man auch nichts machen. Darum können sich ja die Damen selber entscheiden. Ja. Aber so ganz nehme ich das nicht ab, dass dich das nicht ein bisschen wurmt. Und Frauen streiten wir sich ja nicht. Weißt du? Und der Abend ist ja heute noch jung. So ist es, ja. Da wirst du sehen, da stellt sich vielleicht eine ganz andere Tür auf. Ja, du wirst deine Herzen schon irgendwie vergeben. Und immerhin, es warten ja morgen ganz besondere Dates. Ich weiß ja, die Feder, die Pfauenfeder wartet ja noch, oder? Auf eine junge Dame. Ja? Haben wir noch im Talon. So ist es, genau. Hast du irgendwie schon eine Dame im Auge? Der Gentleman genießt und schweigt. Währenddessen will Markus Melanie mit seinen Hobbys beeindrucken. Erzähl von dir noch gar nichts. Was sind deine Hobbys? Was du hast? Was arbeitest? Ich tue golfen, ich tue Radfahren, Skifahren im Winter. Ich glaube, dass das eigentlich fürs nächste Date passen könnte. Markus steht auf Melanie. Christian steht aber auch auf Melanie. Zum Glück gibt es das sogenannte Querbreterherz. Mit diesem Joker können die Burschen einem Konkurrenten die Tour vermasseln und die Frau für sich gewinnen. Zumindest können sie es versuchen. Hi, zwei Lieben. Markus, das dauert mir schon ein bisschen zu lang. Jetzt muss ich mein Querbreterherz verwenden und die Melanie fragen, ob sie die Zeit jetzt mit mir verbringt. Okay, ja, ich nehme das gerne an. Nein, also, nicht für die Melanie. Also für mich ist jetzt gerade, sag ich jetzt mal, eine brutale Watschen. Das ist ein Watschen, ja. Schon? Hätte jetzt nicht recht, also mit. Aber ich glaube, ich räume das Feld jetzt noch nicht. Okay. Lasst mich doch da auch ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken, wie ich mich entscheiden sollte. Also ich gehe jetzt nochmal und okay. Mit die Nase pudern. Also was der Christian dazwischen gefunkt hat, das hat mich überhaupt nicht eifersüchtig gemacht. Ich glaube, er ist kein Konkurrent. Vielleicht kämpfen die zwei es jetzt aus, aber ich möchte mich da jetzt nicht einmischen. Ich lasse das jetzt mal den Männern übrig. Georg hat bereits seine 3 Dates vereinbart, flirtet aber schon eine 4. Dame an. Bereut er seine Auswahl etwa? Ich würde alles in die Wege leiten. Vielleicht kriegen wir einen Joker oder so. Ich darf den Andi einmal fragen, ob er vielleicht eine Ausnahme macht. Nein, dann gehst du mal fragen und dann schauen okay, wir mal. Okay, warte auf mich. Ja, ich warte auf dich da. Okay. Georg möchte noch ein 4. Herz, denn Karin, Elke und Natalia sind ihm wohl nicht genug.
und ich soll ihm dabei helfen. Ich bin ja kein Unmensch. Ja. Niemals. Dankeschön. Und ich hoffe, es wird ein cooles Date. Ich mache es besser draus. Ja, ja, ja. Das ist ja cool. Deswegen bin ich ja da, ne? Danke. So, alles. Ich habe das möglich gemacht. Der Andi hat ein gutes Herz und er hat das schon gesehen, dass wir zwar uns gut verstehen. Also möchte ich dich fragen, ob du morgen auch den Tag mit mir verbringen möchtest und das Herz annimmst. Ja, sehr gerne, wenn du das Herz haben. Dankeschön, ja, freue mich. Kasper ist bisher erfolglos. Ein Ass hat der 49-Jährige aber noch im Ärmel. Er weiß bereits, dass Manuela auf Line Dance steht und spielt diesen Trumpf nun endlich aus. Und du zeigst mir das Herz. Ich zeig dir das jetzt, ja? Ja, wir sollen das hier alle herstellen. Wir sollen das funktionieren. Ja, alle mitgehen. Ah, wir. Wo stößt das hin? Jetzt. Ja, genau. Nach rechts. Nach rechts. Hinten überkreuzen. Hinten überkreuzen. Nach rechts. Nach rechts. Ins Kaff. Nach links. Na? Du hast den so in der Höhe. Was sagt der? Den haben wir in der Höhe. Genau, und jetzt nach links. Nach links. Hinten überkreuzen. Überkreuzen. Links. Ich suche eigentlich einen Partner, der das akzeptiert, dass ich das mache. Ja? Also ich bin zeitweise auf Countryfesten unterwegs, auch teilweise mit meiner Gruppe. Und da verbringen wir 90% der Zeit auf der Tanzfläche. Ich werde meine Tanzbeine schwingen wahrscheinlich. Jetzt gehen wir mal ein bisschen geheim trainieren. Und dann. Und später machen wir es dann mit der Musik. Ja. Damit ich recht einen Spaß habe. Ja, Freilie, was meinst du, das wäre da gerade? Das finde ich super und Ihnen der Herz sehr gern auch. Das gefällt mir. Ich glaube, mit der Tessa kann man sicher einen Spaß haben und ja, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Danke. Willst du morgen mit mir einen besonderen Tag erleben? Ja, sicher. Ja, das freut mich sehr, weil er ein total lustiger und netter Typ ist. Ich hab da was für dich. Ja, so was eher Nettes. Ein Herz? Ja. Das heißt? Du magst mich fragen, ob ich es annehme oder nicht, oder? Ja. Ich glaube, ich nehme es an. Es ist eine Frau, sage ich mal, ich schaue das mal gut aus und es könnte passen. Ich hab jetzt schon länger im Auge gehabt, also ich hab mir gedacht, ich probier's einmal und bin jetzt nicht schüchtern und geb dir jetzt mein Herz und hätte gefragt, ob du morgen den Tag mit mir verbringen willst. Ja, sehr gerne. Ja, danke. Du hast dich überraschen, nicht? Ja, danke. So einfach macht Markus es Christian aber nicht, denn der hat mit ihm noch eine Rechnung offen. Ja, Christian, so schnell wie du gekommen bist mit deinem Hubschrauber, kannst du auch wieder deinen Hubschrauber düsen. Vorher hat sie gemacht mit dem Joker und jetzt gibt man es ja zurück und die hat natürlich gesagt, okay, das muss ich akzeptieren. Dann sagen wir uns mal. Ja, passt. Tschüss, bis morgen. Der Markus ist mehr der dunklere Typ. Er das, was ich mehr bevorzuge, einfach dunklere Typen. Und ja, so ist er sehr lieb und nett. Mal schauen. Aber wie soll es süß mit den Herzen? Oh, danke schön. Möchtest du morgen einen interessanten Tag mit mir verbringen? Ja, sehr gerne. Passt ja das? Ja, danke. Dann lade ich dich herzlich ein. Man muss sich kennenlernen und dann sieht man eh, ob da was entsteht oder nur Freundschaft. Das ergibt der morgige Tag. Vielleicht wenden wir die Pfauenfeder auch an. Dann haben wir noch Zeit. Wenn du es annimmst, ja, natürlich nehme ich es an. Gut bequem? Also, ja. Alle mal von dir. Ja? Ja, danke. Ich war schon wirklich überrascht. Wobei das erste Mal halt, wenn ich von irgendwann ein Herz kriegen möchte, dann von Markus. Weil einfach wir auf der gleichen Wellenlänge beim Reden sind und so, also das passt schon. Morgen werde halt ich mich dann ins Zeug haben und mich von meiner besten Seite zeigen. Ich werde einmal reich zeigen und ich glaube schon, dass ich mir Isabella wieder zurückholen kann. Schlachtplan für den morgigen Tag ist natürlich, jetzt habe ich vier Frauen, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr
Prosecco und Hugo und was weiß ich nicht einkaufen, weil ich muss ihn natürlich erst einmal ein bisschen anschwipsen. Ja, Wahnsinn. Was ich heute alles mitgemacht habe. So viele verschiedene Damen und auch die Männer, die ich kennengelernt habe. Und alles, das war halt echt interessant für mich. Die letzte Chance zur Herzvergabe im Pongo ist vorüber. Der Abend vorbei und nicht alle Frauen sind an den Mann gekommen. Manche haben gleich mehrere Herzen ergattert. Es gibt aber auch fesche Frauen, die leer ausgegangen sind. Bei den Männern gab es halt nichts dabei. Die meisten waren viel zu alt und der eine, der in meinem Alter war, der war überhaupt nicht mein Geschmack. Es war wie quasi Modo 2, deswegen, nee, geht gar nicht. Ich bin jetzt nicht enttäuscht, dass da jetzt nichts dabei war. Vielleicht sollte ich aufhören zu suchen. Prinzessinnen findet man ja. Während die einen weiter vom Prinzen träumen, haben die anderen ihren Traummann bereits gefunden. Heute Nacht werde ich sehr süße Träume haben und sein Herz schläft bei mir unterm Kissen. Aber das ist ein Geheimnis. Einige Mädels haben das Glück, sogar mehrfach zum Date eingeladen zu sein. Hi. Hi. Du, kannst du mir noch einen Föhn leihen? Ich habe irgendwie meinen Föhn vergessen. Ja, sicher, warum jetzt? Ma, super, ja. Ja, da brauche ich immer auf meine lauen Haare. Ja, ja, was ist das jetzt richtig, gell? Ja. Hi, was hast du? Du hast zwei Herzen. Ja, ganz überrascht, von ja. Von Christian und von Markus. Ja. Ja, ja. Von beiden. Von ja. Christian und von Markus. Also, ja, ich habe gedacht, ich schlafe einmal auf drüber. Und wenn ich ein Herz zurückgebe, weil ich glaube eher, dass es Markus zurückgibt, wegen dem Alterunterschied. Und Christian, er ist zwar nicht mein Typ, aber er ist auch ein Lieber. Und ich glaube, mit ihm werde ich morgen schön da kommen. Unsicher sind Elke und Karin nicht. Beide haben ein Herz von Georg bekommen und Karin wurde sogar noch zusätzlich von Günther eingeladen. Für wen sie sich wohl entscheidet? Kommt ihr eigentlich am Favoriten von der zwei? Boah, ich meine, nicht sind es beide, aber grundsätzlich glaube ich, ist der Georg wahrscheinlich im Moment noch aktueller. Aktueller, ja. Echt? Schauen wir mal. Das hat der Georg, was der Günther nicht hat. Ein bisschen mehr Stil, glaube ich. Mehr Stil, gell? Ja. Ja, kann schon sein. Dass er mehr Stil hat.